Das Edelste aus Bergedorf ist unser Königspaar. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der TSG Bergedorf. Heute startet der digitale Schachunterricht unserer Schachabteilung. Ich bin Bernd Fuhrmann und arbeite als ehrenamtlicher Abteilungsleiter der TSG Schachabteilung. Wir unterrichten nach der weltbekannten Stappenmethode. Heute zeige ich euch aus der CD Chess Tutor 1 die erste von 15 Basislektionen. Alle Basislektionen sind für Anfänger und Neueinsteiger gedacht. Die Lektionen der Stappenmethode sind immer donnerstags ab 11 Uhr zu sehen. Sie dauern ca. 15 Minuten. Zu Beginn zwei wichtige Informationen. Erstens, solange der Vorrat reicht, verschenken wir Schachgarnituren nach Turnierstandard von Euroschach Dresden. Zur interaktiven Unterstützung der Lektionen könnt ihr die Plattform von Chessbase kostenlos nutzen. Bitte sendet mir euren Namen, eure E-Mail-Adresse und Postanschrift an schach@tsg-bergedorf.de. Ich wiederhole schach@tsg-bergedorf.de. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Chess Tutor 1 der Stappenmethode. Das Wort Chess ist Englisch und heißt auf Deutsch Schach. Tutor bedeutet hier Lehrer. In dem Wort Stappenmethode ist das holländische Wort Stappen enthalten. Das Wort Stappen heißt auf Deutsch Stufen. Wir unterrichten also nach einer Stufenmethode, gehen also Stufe für Stufe voran. Das Brettspiel Schach wird von zwei Personen gespielt. Es kommt ursprünglich aus Indien. Eine Person, Schachpartnerin oder Schachpartner genannt, spielt mit den schwarzen Figuren, die andere mit den weißen Figuren. Am Schachbrett sitzen sich beide gegenüber. Die FIDE ist der Weltschachbund. Nach den FIDE-Schachregeln wird auf der ganzen Welt Schach gespielt. Der Wahlspruch der FIDE heißt: Wir sind eine Familie. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Lektionen. Hier könnt ihr sehen die Übersicht über alle Basislektionen Nummer 1 bis Nummer 15. Hinter den Wörtern Pluslektion, Übungen und zusätzliche Übungen verbergen sich zu den einzelnen Lektionen Übungen. Das Brett und die Figuren. Ist das Schachbrett zum Beispiel wie hier auf einem Bildschirm oder in einem Buch oder einer Zeitung abgebildet, so heißt das Schachbrett Diagramm. Wir kommen jetzt zum leeren Brett. Nach den vielen Schachregeln gibt es dunkle und weiße Felder. Auf dem Diagramm links seht ihr ein braunes, dunkles Feld, das von einem schwarzen Rand umgeben ist. Es heißt schwarzes Feld. Auf dem Diagramm rechts seht ihr ein beiges Feld, das von einem weißen Rand umgeben ist. Es heißt weißes Feld. Auf dem Diagramm seht ihr Schachfiguren. Zu Anfang hat jeder Spielpartner 16 Figuren, 16 schwarze bzw. 16 weiße. Jetzt seht ihr auf dem Diagramm den König. Das ist die Krone mit einem Kreuz. Der König ist die wichtigste Figur. In diesem Bild seht ihr, also in dem Diagramm, die Dame, die Krone der Dame ist zierlicher. Die Dame ist die stärkste Figur. Jetzt kommen wir zum Turm. Der Turm ist eine Schwerfigur. Warum Schwerfigur, das wird noch im Laufe der Zeit erklärt.
Jetzt kommen wir zu den Läufern. Es gibt schwarze Läufer und weiße Läufer, also die Figuren. Es sind Leichtfiguren. Die schwarzen Läuferfiguren stehen hier auf einem weißen Feld und auf einem schwarzen Feld. Ebenso die weißen Läuferfiguren. Steht ein Läufer auf einem weißen Feld, wird er weißfeldriger Läufer genannt. Steht der Läufer auf einem schwarzen Feld, wird er schwarzfeldriger Läufer genannt. Jetzt kommen wir zu dem Springer. Dort können wir das Oberteil eines Pferdes entdecken. Der Springer ist eine Leichtfigur. Das sind die Bauern. Die Bauern sind die schwächsten Figuren. Wir kommen jetzt zu einer Aufstellung, und zwar aus der Sicht des schwarzen Spielers. Der schwarze Spieler sitzt hier, der weiße Spieler sitzt auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir zu etwas Wichtigem, den Koordinaten, mit denen wir die Felder auf dem Schachbrett bestimmen können. Wir sehen hier Buchstaben und am Rand Zahlen. Mit ihnen können wir also die Namensfelder bezeichnen. Wir kommen jetzt zu einer Übung. Dieses Feld heißt A1, hier unten steht der Buchstabe A und an der Seite Reihe 1 die Zahl 1. Dieses Feld heißt E3. Der Buchstabe hier unten ist E und links sehen wir die dritte Reihe. Dieses Feld heißt F6. Jetzt sehen wir auf dem Diagramm die Namen aller Schachfelder. Von A1 bis A8 und hier am Ende von H1 bis H8. Jetzt üben wir die Felder zu bezeichnen. Dieses Feld heißt C2, das gebe ich hier unten ein. Und in der Tat, es ist das richtige Feld eingegeben worden. Jetzt gebe ich das Feld ein, das mit einem blauen Kreuz versehen ist. Das Feld heißt E6, denke ich mal. Es ist richtig. Jetzt kommen wir zu den Bahnen auf dem Schachbrett. Das ist eine Linie, das ist eine Reihe und das sind Diagonalen. Wir gehen nochmal zurück an den Anfang. Die Linie kann man sich ganz gut merken. Sie geht hier von der Zahl 1 bis zur Zahl 8 und da hier ein B steht, nennt man diese Linie die B-Linie. Auf dem Schachbrett oder Diagramm gibt es insgesamt 8 Linien von den Buchstaben A bis H. Also das ist hier die A-Linie, das ist die F-Linie, das ist die H-Linie. Jetzt kommen wir weiter zur Reihe. Wie in einem Theater oder in einem Kino, dort sitzt man ja in einer Reihe, kennen wir auch hier auf dem Schachbrett Reihen. Das ist die Reihe 3 und die übrigen Reihen werden auch immer nach den Zahlen benannt. Reihe 1, 2 bis Reihe 8. Auf dem Diagramm sehen wir hier rechts 1, 2, 3 Felder, die schräg nebeneinander stehen und blau eingerahmt sind, das ist eine Diagonale. Also diese Figuren werden auf diesen Feldern diagonal gezogen. Und das werden wir später erörtern. Im linken Teil sehen wir 4 Felder, gelb umrandet. Das ist auch eine Diagonale, bestehend aus 4 Feldern. Und ganz oben sehen wir 2 Felder mit einem weißen Rand. Das ist auch eine Diagonale. Zu einer Diagonale gehören immer mindestens 2 Felder. Das ist die sogenannte Ausgangsstellung. Das ist der Beginn einer Schachpartie. Auf dieser Seite spielt der Spieler mit den weißen Figuren und auf der anderen Seite spielt die Spielerin
zum Beispiel mit den schwarzen Figuren. Jetzt werde ich die einzelnen Figuren auf das Brett bringen, indem ich mit meiner Maus ganz flink links klicke. Das kann man auch einzeln in das Diagramm einsetzen. Jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Schach spielt man mit 16 schwarzen und 16 weißen Figuren auf 64 Felder. 62 Felder sind schwarz und 32 Felder sind weiß. Ich musste natürlich sagen, es gibt auch 32 schwarze Felder. Ab Basislektion 9 kann man eine Schachpartie spielen. Wir spielen heute mal mit Weiß, starten das Programm. Man spielt diese Schachpartie gegen eine Schachmaschine, genannt auch Engine, das heißt auf Deutsch Motor. Und jetzt zeige ich zum Schluss einige Schachzüge. Weiß beginnt immer die Schachpartie. Der Springer kann über Figuren springen. Der Läufer zieht diagonal. Dies ist ein wichtiger Zug, das ist die Rochade, um den König zu schützen. Jetzt greifen wir einfach mal den gegnerischen Bauern an. Jetzt greifen wir die Dame an. Jetzt schlagen wir einen gegnerischen Bauern. So, das reicht für den Anfang. Jetzt sind wir am Ende der ersten Lektion angekommen. Am kommenden Donnerstag werde ich euch die zweite Lektion, die Gangart der Figuren, vorstellen. Tschüss. Tschüss, hier ist die Hand besser.